Die Domäne Falkenstein liegt oberhalb des Eselsburger Tals in der Schwäbischen Alb. Mitten durch das Betriebsgelände zieht sich eine der zahlreichen Strecken des Weitwanderweges Main-Donau-Bodensee. Die zahlreichen Besucher inspirierten den Betriebsleiter Hartmut Kümmerle 2001 zu einer Umfrage über die optimale Schweinehaltung aus Sicht der Bevölkerung. Angeregt durch die Antworten baute er 2002 schließlich einen neuen Mastschweinestall. Die Marke Falkensteiner Freilaufschweine war geboren. Das ist eine Kernkompetenz mittlerweile, Öffentlichkeitsarbeit. Weil wir sonst ein Produkt erzeugen am Verbraucher vorbei. Wir müssen es ihm erklären. Wir produzieren Nahrungsmittel und das ist ein ganz hohes Gut, auch in der Bevölkerung. Und deswegen ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Medium. Die Familie Kümmerle erzeugt aus eigener Ferkelproduktion rund 2400 Mastschweine im Jahr. Spontane Besucher können die Tiere im Auslauf oder durch ein Besucherfenster an der Giebelseite des Stalls beobachten. Angemeldete Gruppen werden vom Betriebsleiter durch die gesamte Stallanlage geführt. Der Rundgang führt zu Beginn durch den Abferkelstall und dann in den Aufzuchtstall. Fenster in den Türen geben einen Einblick in die Aufzucht der Mastschweine. Haltung und Fütterung werden vom Betriebsleiter Kümmerle anschaulich erklärt. Im Außenklimastall werden in 36 Gruppen jeweils 25 Schweine auf planbefestigtem eingestreutem Boden gehalten. Die zusätzlichen Kosten durch den Auslauf und die Stroheinstreu beziffert der Betriebsleiter auf rund 30.000 Euro. Die Domäne Falkenstein öffnet sich bereits seit einigen Jahren für interessierte Besucher. Der Betriebsleiter und seine Frau nutzen Märkte und Dorffeste, um dem Verbraucher die konventionelle Schweinehaltung näher zu bringen. Die regionale Vermarktung der Schweine schafft zusätzliches Vertrauen. Auf der Domäne Falkenstein tut man dem Tier Gutes und redet darüber.